Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen LBP2 Video und diesmal habe ich mir das Level Kurzworte rausgesucht. Ich habe gerade bei Kruse Levels gesucht und da habe ich das Level hier gefunden und das wollte ich jetzt einfach mal spielen, mal gucken wie das ist. Es ist ein japanisches Level, also ich glaube es gibt kein englischer Untertitel, weil da steht auch ein Kommentar drin, das kann ich euch mal kurz zeigen. I like it a lot and it scared the crap out of me, not a shit. But I really want to know the story, yay, if you want it in an English sub. Also, das heißt, dass sie einen englischen Untertitel will und den gibt's leider nicht. Also, es ist alles auf Japanisch, aber mal schauen, vielleicht verstehen wir es ja. Wer von euch Japanisch kann, also ich kann's nicht. Okay. Ein Baum. Ein Mädchen. Presented by Kaisama 777. Wow. Wow. Xing Shang Shong. Konnichiwa. Ich verstehe kein Wort. Aber es sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus, Leute. Also, das sieht man mal wieder, was man in LBP2 erschaffen kann. Also wirklich eine richtig geile Kreation schon wieder. Und leider, leider auf Japanisch, aber das kann sich ja noch ändern vielleicht. Wobei ich das nicht glaube, also ich denke mal, er hat... Schon wieder das Telefon. Wie oft klingelt es noch? What the fuck? Oh shit. Leute, wir sind ins Wasser gefahren. Da ist dein Haus. Ein Haus am See. Also das Level ist auf jeden Fall saugeil gemacht, auf jeden Fall. Also guckt euch das mal an, das ist ja gigantisch. Also ich hätte niemals gedacht, dass sowas in Little Big Planet 2 möglich wäre. Also wirklich sehr geil auf jeden Fall. Und ich habe jetzt irgendwie leicht Angst, weil es sah schon irgendwie leicht gruselig aus. Immer diese Mädchen mit den langen schwarzen Haaren. Oh mein Gott. Das heißt, es wird gruselig. Ich bin gespannt, denn ich glaube, jetzt muss ich spielen. Mal schauen. Das war auf jeden Fall der Vorspann, als ich bin mit dem Auto ins Wasser gefahren. Und dann hat es da so eine Geschichte abgespielt in der Filmsequenz. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es wird bestimmt saugruselig. Mal schauen, ob ich erschreck. Auf jeden Fall lädt es erstmal, weil es ist ja eine Levelverbindung. Und ja, leider laden die Levelverbindungen immer sehr lange. Aber ich glaube, jetzt geht's gleich los. Okay. Oh nein, okay, ich bin hier, da bin ich ins Wasser reingefahren
Das heißt, ich muss jetzt hier hoch. Oh nein. Hallo? Ich ziehe mir mal ganz kurz ein anderes Kostüm an. Weil ich habe die Farbe von mir weggemacht, als ich im letzten Level mit Paintball-Pistole auf mein ganzes Sackboy geschossen habe. Deswegen ist die Farbe weggegangen von meinem Kostüm. Okay, aber jetzt geht's weiter. Hallo? Geh weg, du scheiß Biene. Ich hasse Bienen. Ganz langsam laufe. Ich bin... Oh nein, da ist das Haus, Leute. Da ist das Haus. Oh mein Gott. Hallo, ich will nicht stören. Ich will bloß Hilfe. Ich bin mit meinem Auto in ein Wasser gefahren. Oder besser gesagt, in einen See. Hallo? What the fuck? Oh nein. Konnichiwa Shingshangshong. Keine Ahnung, was da steht, Leute. Oh. Okay, das finde ich sehr nice. Mit 3 kann ich da was auswählen. Okay, Pfeiltasche nach unten. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Es steht alles auf Japanisch da, aber ich versuch's mal. Ja, toll. Viel Spaß beim Japanisch lesen. Die Tür ist zu. Ich will hier raus. Hilfe! Hilfe! Okay, die Tür ist verschlossen. Was kann ich hier machen? Okay, da komme ich nicht rein. Dann gehe ich mal... Also dahinter war der Geist. Also genau da. Ich gehe zuerst mal hier lang, Leute. Weil ich will wissen, was mit dem Geist los ist. Hallo? Okay, da kann ich nicht ran in die Türe. Also mit 3 geht nix. Oh, scheiße. Hallo? Hallo? Willst du ein Spiel spielen? Oh, scheiße. Scheiße, ganz ruhig. Ich hatte einen Autounfall und bin in einem verlassenen Haus. Und ich habe Geister gesehen. Schlimmer geht's eigentlich gar nicht. Was ist das? Eine Urne oder sowas? Ne, keine Ahnung. Irgendwie so ein Betplatz oder sowas. Also wo man praktisch Gebete spricht oder keine Ahnung. Oh shit, ich habe gerade fucking Angst, Leute. Wow, was ist das? Ein Licht. Ein Glühwürmchen oder was? Wow. Der Schlüssel ist groß. Okay, jetzt habe ich einen Schlüssel. Oh Scheiße. Oh fuck, Leute, Alter, das Spiel macht mich fertig. Ich hätte niemals gedacht, dass sowas in LBP2 möglich gewesen wäre. Hallo. Ganz ruhig, ich will... Ah, oh mein Gott! Schnell weg hier! Schnell, 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 schnell! Du dreckiges Geistermädchen, geh weg von mir, ich hasse dich! Wow, was ist da los? Oh fuck, schnell weg hier, schnell weg! Okay, ich will hier rein, los! Sesam, öffne dich! Okay, ich bin in einen anderen Raum. Ein anderer Raum. Und hier liegt schon wieder was auf dem Boden. Oh shit, die Tür ist zugange. Von alleine. Was haben wir hier? Schon wieder ein Schlüssel? Puh. Okay. Alter, der Schlüssel regt mich immer auf. Wie der aufgeht. Hey, leck mir im Sorge. Okay, hier kann ich nicht lang. Wow. Hier, 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 hier. Okay, alles klar. Dann gehe ich wieder raus. Raus aus dem schlimmen Haus. Dann gehe ich mal die Treppe hoch. Oder könnte ich die Türe jetzt aufmachen? Ich will erst mal gucken, ob ich die Türe aufmachen kann.
Nee, okay, die Tür ist verschlossen. Okay, dann gehe ich wieder nach oben. Oder besser gesagt, ich gehe das erste Mal nach oben. Weil ich war ja noch gar nicht oben. Okay. Ich gehe erstmal nach links. Wow. Ah, okay. Für das war der Schlüssel gut. Oh mein fucking... Oh, da steht jemand. Das war schon wieder dieses Geistermädchen. Alter. Also Leute, für die, die gerne Levels machen in LBP 2, so muss ein Grusel-Level aussehen. Das ist nämlich gerade saugruselig. Was ist das hier eigentlich? Ein schwarzer Fleck. Sieht irgendwie komisch aus. Oh Mann, was ist das für ein Haus, Alter? Ein Haus am See. Okay, da geht's nicht lang, dann gehe ich mal die Treppe hoch. Oh Mann. Okay, ganz ruhig. Ich gehe wieder nach links, immer nach links. Keine Ahnung, ob das was bringt. Oh shit, okay. Okay, ganz ruhig. Oh, wo, oh, da oben ist was. Okay, da ist ein Schlüssel hier oben. Wow, die Türe geht immer von automatisch zu, Alter. Was soll denn der Scheiß? Wie komme ich hier hoch? Kann ich das wegschieben? Okay, nein, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Ja, okay, ich glaube, da komme ich gar nicht hoch. Da brauche ich irgendwas. Also gehe ich zuerst mal nach rechts jetzt. Vielleicht ist auf der anderen Seite ja was. Ein Schlüssel oder keine Ahnung was. Irgendwie ein Hocker oder so, wo ich vielleicht auf die Regale hochkomme. Wow! Alter! Das war gerade ein Geist oder ein Schatten oder was auch immer. Irgendein gruseliger Scheiß auf jeden Fall. Die Türe ist zu, verdammt. Die Türe ist auch zu. Dann muss ich wieder zurück. Ich gehe nochmal die Treppe runter und gehe kurz nach rechts, weil da war ich noch nicht. Okay, nach rechts. Ganz nach rechts. Wo ist denn hier die Treppe nochmal? Ich fühle mich gerade irgendwie komisch vergewaltigt. Weil ich gerade leicht Angst habe. Okay, Das Level... Das vergewaltigt mich hier gerade, Alter. Ich habe gerade voll Angst. Oh, da ist ein Klo. Hallo. Ich spreche mit einem Klo. Soll ich mir Sorgen machen? Ja, toll. Wow! Okay. Ich gehe mal ins Klo rein. Vielleicht ist da ja irgendwas. Nee. Ich muss, glaube ich, wieder nach oben. Also irgendwo muss da ja was sein. Irgendwie kann ich hier noch... Kann ich da rein? Ach, schade. Ich muss irgendwas finden. Ach, vielleicht ein Hocker hier? Achso, nee, das kann ich ja gar nicht mit hochnehmen. Wie soll ich das die Treppe mit hochnehmen? Das geht ja gar nicht. Okay. Ich gehe wieder hier hoch. Immer schön die Treppe nach oben. Ich muss irgendwas da oben finden, auf jeden Fall, denke ich. Bloß was. Wenn es wenigstens auf Englisch wäre, ich gehe nochmal hier rein. Ich muss da irgendwie hochkommen, aber wie? Okay, irgendwie muss ich hier hoch. Ja, die Türe geht wieder von automatisch zu. Ich komme da nicht hindere. Wie zum Henker soll ich... Ah! Ach ja, klar, jetzt geht's plötzlich, war ja so klar. Okay, hey, komm schon. Hey! Warum komme ich da nicht hoch, verdammt? Oh Mann, ey, ganz ehrlich. Komm schon. Nach hinten kann ich nicht. Oder wie sehe ich das? Ah doch, ne. Wie komme ich da hoch, verdammt nochmal. Ich muss hier hoch, aber es geht nicht, verdammt. Komm schon. Ach, vielleicht kann ich die Papierdinger hier mit hintere nehmen. Komm schon. Geh nach vorne. Der geht hier auch nicht nach vorne, das müsst ihr euch mal angucken. Ne, der nimmt es nicht. Okay, ich gehe nochmal hintere. Komm schon. Okay, mit voller Wucht voll Anlauf nehme. Ja, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Komm schon.
Ich komme da nicht hoch. Ja, genau. Ach. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich muss hier irgendwie hochkommen, aber ich komme nicht hoch. Keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Dann gehe ich nochmal zurück. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Menschenskinder, wie komme ich da hoch? Ich habe ständig Angst, dass da irgendwas kommt. Also, wenn ich die Türe aufmache. Ich kann da ja nichts mit reinnehmen. Oder kann ich da so eine Flasche nehmen irgendwie? Da stand ja vorher irgendwas mit der Pfeiltasche nach unten drücken oder irgendwie sowas. Ich muss auf jeden Fall... Ach, hier komme ich nicht rein. Verdammt. Ich muss den scheiß Schlüssel holen, aber wie komme ich da hin, Mann? Ganz ehrlich. Das regt mich gerade echt auf. Ich gehe jetzt nochmal ganz nach unten. Vielleicht kann ich da irgendwas machen. Ich spule mal kurz vor, Leute. Bis ich ganz unten bin. Also, bis gleich. Sag mal, war die Türe schon immer offen? Nee, oder? Ach so, doch, da war ich ja vorher drin, stimmt. Da ist ein Bild. Aber hier kann ich nichts machen, das finde ich gerade echt schade. Ja, okay, dann gehe ich, Ach, Menschenskinder. Da muss doch irgendein Weg sein, verdammt nochmal. Das kann doch nicht wahr sein hier. Heulend sagt noch einmal. Okay, irgendwie muss ich hier was finden. Ja gut, da war ich ja schon. Jetzt gehe ich nochmal ganz nach links. Vielleicht geht die Türe hier auf, wer weiß. Und sie geht nicht auf, schade. Was ist mit der Türe hier eigentlich? Geht auch nichts. Ja gut, ist der Fernseher. Super. Nochmal ganz nach hinten laufen. Was ist denn das hier eigentlich? Ja, ein Schlafplatz. Wow. Ja. Ich verstehe es nicht. Da kann ich ja nicht hochspringen, weil... Ach, ich verstehe es nicht. Okay, Leute, ich gehe nochmal nach oben. Ich spule nochmal kurz vor. Wir sehen uns gleich wieder. Also, oder besser gesagt, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, so, hier bin ich wieder. Hier geht die Türe nicht auf. Dahintere kann ich nicht. Oder kann ich dahintere? Nee. Schade, okay. Hier kann ich ebenfalls nichts machen. Und da kann ich auch nichts machen. Nach links. Was ist denn das für ein Bild hier eigentlich? Ja, sehr interessant. Ein Gemälde, auf dem man nichts erkennen kann. Nein, schon wieder. Komm schon. Okay, dann gehe ich wieder nach oben, würde ich sagen. Mann, ich springe hier die ganze Zeit hin und her, ey. Ich nehme mir nochmal. Jetzt gehe ich nochmal nach rechts, aber... Das sind so viele Türen hier, so viele Gänge. Da kommt man irgendwie voll durcheinander. So, die Türe geht nicht auf. Die ebenfalls nicht. Also hier kann ich schon mal nicht lang. Das ist schon mal ganz, ganz sicher. Ich muss in den verdammten Raum, aber ich kann da nicht hochspringen. Ich verstehe es nicht. Okay, ja, hier, das ist der einzige Weg eigentlich. Ich muss da irgendwie hochkommen. Ich muss da irgendwie hochkommen. Ich versuch's jetzt nochmal. Irgendwie muss ich da hoch. Okay. Wenn der scheiß Stuhl an dem Weg wäre, Mann. Ich versteh's nicht. Okay, Leute, ich spule mal kurz vor, bis ich jetzt da oben bin. Ist mir scheißegal. Also, wir hören uns gleich wieder. Leute, ich habe da gerade irgendwas bewegt. Ah, seht ihr, der fliegt gleich runter. Yes. Ich hab's geschafft, Leute. Jawohl, geil. Ah, Gott sei Dank. Okay.
Yeah, okay, ein weiterer Schlüssel. Da ist gerade rechts irgendwas weggelaufen und ich hab's genau gesehen. Schnell raus hier, schnell. Alter, da ist gerade rechts irgendwas weggelaufen. Ich hab's gesehen, ein Geist oder irgendwas. Nix wie raus hier. Okay, schnell nach rechts. Auf jeden Fall habe ich den Schlüssel. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss da irgendwo hochspringen, aber ich musste Dreieck drücken. Woher soll ich das wissen, ganz ehrlich? Ah, okay, weiter geht. Weiter geht der Horror. Oh Mann. Oh, wo bin ich hier? Okay, ich muss ganz da hoch. Und jetzt ist wieder die Frage, wie ich da hochkomme. Mann. Okay, ich muss einfach hier auf den Hocker, glaube ich. Und dann nach oben springe. Okay, das geht nicht. Was ist das eigentlich für ein Ball hier? Ach genau, vielleicht den Ball. Nee. Ich glaube, ich muss den Hocker dahin ziehen. Nee, das geht nicht. Okay, das scheint wohl die Familie zu sein. Ah, hä? Was? Ich war doch oben, was soll das? Ja, genau, ich war oben. Es war eindeutig oben. Guckt euch das an, das ist unfair. Okay. Heilige Scheiße, Alter. Also ich weiß nicht, wie es euch gerade ging, aber ich habe gerade einen Herzinfarkt gekriegt, einen halben. Oh. Das war gerade... Oh, scheiße, Alter. Leck mich fett, Alter, ey. Oh, scheiße, Alter. Okay. Das war gerade saugruselig, Leute. Ich muss ja schon mal gerade durch. Okay. Ich muss gerade erstmal durchatmen, das ist gerade nicht mehr normal. Alter. Puh, ganz ruhig, Daniel. Oh, scheiße. Das war gerade echt fucking gruselig, aber richtig fucking gruselig. Oh, ey, nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Ich glaube, ich mache daraus zwei Parts, weil das geht schon sehr lange. Okay, die Tür ist zu. Ja gut, hier ist das Klo, aber was will ich da machen? Ich gehe nochmal runter, weil ich glaube, da unten war ja noch eine Türe. Und es könnte theoretisch möglich sein, dass ich da jetzt rein kann. Oder auch nicht. Ach so, hier vielleicht. Oh, scheiße. Telefon. Da kann ich nicht ran. Oh nein, okay, jetzt ist die Türe offen. Oh, scheiße, Leute. Heiliges Jerusalem. Eine Küche. Ein Kühlschrank. Ein Schlüssel. Oh ne, jetzt schon wieder so eine Filmsequenz, Alter. Heilige Scheiße. Okay, ganz ruhig, Daniel. What the fuck? Eine Waffe? Hä? Habe ich jetzt gerade eine Waffe bekommen oder wie sehe ich das gerade? So ein Brecheis oder irgendwie sowas. Okay, ganz ruhig, Daniel. Ja gut, jetzt habe ich den Fernseher wieder angeklickt. okay, dann gehe ich nochmal zurück. Vielleicht kann ich jetzt die Türe aufbrechen. Ich verstehe es nicht. Was muss ich jetzt schon wieder machen, ey? Alter. Ach so, vielleicht die Türe aufbreche. Kann das sein? Nee, die Türe ist zu. Die Türe ist zu, ich komme hier nicht raus, Alter. Okay, immer schön nach oben. Ah ja, genau. Da war doch diese verschlossene Türe. Die muss ich jetzt wahrscheinlich aufbrechen, weil da waren ja so Bretter davor. Und ich habe jetzt sowas wie eine Brechstange gekriegt. Deswegen gehe ich da jetzt mal hoch. Wow! Ja, das war ein Geist. Okay, nix wie hoch. Aber wovor die kleinen Kinder da kommen sind, Alter. Ich bin da sowas von erschrocken. Leck mich am Arsch, Alter. Ganz ehrlich.
Okay. Nix wie rüber. Jetztle. Jetztle. Perfekt. Okay. Sehr schön. Die Tür ist offen. Oh Mann. Wobei, sehr schön. Ist es wirklich sehr schön? Nee, ich glaube nicht. Es ist sehr gruselig. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Achso, ich muss jetzt in die Badewanne. Hä? Vielleicht da hoch? Ja, was hat es mir jetzt gebracht, wenn ich fragen darf? Ich verstehe es nicht. Hä? Ist da irgendwas? Also ich sehe da nichts. Ja, toll. Super klasse. Geiler Raum. Sehr geil. Das hat mir jetzt viel gebracht. Okay. Oh nein, das Wasser steigt. Scheiße. Okay, das Wasser steigt, das Wasser steigt, das Wasser steigt. Oder? Ja, das Wasser steigt. Oh nein. What the fuck? Okay, nix wie weg hier, schnell. Ich hab grad pure Gänsehaut, Leute. Kann ich da runter jetzt? Alter, das Wasser steigt. Ich muss hier raus. Geh weg, du dreckiges Stück Papier.